Hello again, people and people of Germany. Ihr seht, das Kackwetter ist vorbeigezogen und ich bin doch noch ein bisschen raus. Ich bin jetzt zum Weißen Haus gelaufen, das ist da hier hinten, und wurde direkt wieder weggescheucht, weil da heute Abend irgendwas ist, ich weiß es nicht. Irgendwas ist da los. Oh, da drüben sitzen ganz viele Gänse. Irgendwas ist da los heute Abend. Deswegen ist er jetzt gerade abgesperrt. Das ist diese berühmte Balcony Side. Vielleicht gibt es da einen präsentialen Sektempfang oder sowas. Ich weiß es nicht. Hätte ich mal im Internet geguckt vorher. Aber später heute Abend bzw. morgen ist dann wieder offen. Und das Ganze ist ja gerade mal 10 Minuten von meinem Hotel entfernt. Das heißt, ich komme einfach morgen nochmal und mache ein Bildle, Filmle vom Weißen Haus. Dieses Dingse hier, das Washington Monument, wie heißt diese Nadel? Da war ich 92 mit meinen Brüdern und meinen Eltern. Ja, in den Sommerferien 92. Da konnte man im Aufzug da hochfahren. Ich glaube, das geht jetzt gar nicht mehr. Und da oben war dann so Aussichtsplattform, also ich weiß noch, man konnte aus so kleinen schießschadenartigen Fenstern rausschauen. Das ist halt doch schon, ja, 25, glaube ich, Jahre her, 26, und meine Erinnerung mag mich trüben, aber ich glaube, das waren nur so kleine Gucklöcher, wo man runtergucken konnte, und da war ein Souvenirshop oben. Mal schauen, vielleicht komme ich nochmal hoch, vielleicht ist es aber auch nicht mehr der Fall. Und da drüben ist dann dieser berühmte Forrest Gump-Tümpel und die ganzen Smithsonians, aber da werde ich jetzt heute nicht mehr hingehen, weil es ist ja auch schon 4 Uhr nachmittags und es lohnt sich nicht mehr, und außerdem habe ich keinen Bock. Das heißt, ich werde meine Runde hier fertig laufen und werde dann Richtung Hotel diffundieren, mir noch irgendwas zu Abendessen organisieren und dann mal schauen. Falls irgendeiner von euch in Washington ist oder sowas oder einen Tipp hat, wo man hingehen kann, vielleicht noch gemütlich, so ein Cup in Washington wäre jetzt total knorke. Wer irgendeine Idee hat, immer Bescheid sagen. Und apropos Cup in Washington, es ist faszinierend, wie sehr mich Washington teilweise echt an Karlsruhe erinnert. Also von der ganzen Architektur her und den Gebäuden her. Hallo Heiderose, der rennt. Habe ich irgendwas gesagt? Der rennt? Oder habe ich jemanden übersehen, der rennt? Jedenfalls, was ich sagen wollte, ja, es ist faszinierend, wie sehr mich Washington DC an Karlsruhe erinnert, von der Architektur her teilweise und von den Gebäuden. Ist krass, hätte ich nicht gedacht. So, davon kommt ein Schwung chinesischer Touristen. Ich mache mich aus dem Weg. Ich melde mich später nochmal. Bis nachher.